Cool. Hallo, Lieben. Wir sind Wubble Bubble und da drin ist Schleim. Wir haben einen huge Wubble Bubble voller Slime. Den haben wir hier in den USA gefunden. Wir sind nämlich gerade im Urlaub. Ja. Und da ist grüner Schleim drinnen. Wir haben insgesamt 3 Stück. Einen haben wir eingefroren, den werden wir aufschneiden. Dann werden wir vielleicht noch den aufschneiden, mal gucken. Und über einen werden wir mit dem Auto drüberfahren. Und mal gucken, ob der das aushält. Und jetzt musst du den erstmal da rausholen. Okay, also ich stelle ihn mal irgendwo hin. Okay. Schon ganz schön schwer. So, jetzt hole ich ihn mal raus. Die Anleitung. Okay. Gucken wir uns gleich an. Aber am wichtigsten ist den Wubble Bubble raus. Und ihr Lieben, wir haben ja eine Challenge für euch geschafft. Eine Sekunde den Daumen runter schlagen, die Glocke anzuschalten und zu abonnieren. Wenn ihr es geschafft habt, schreibt Wubble Bubble in die Kommentare. Wenn ihr nicht schreiben könnt, könnt ihr ein. Wasser-Emoji? Ja, stellt das in die Kommentare und schaut bei uns auf Ava und Jade vorbei auf Instagram. Ja. Da seht ihr nämlich ein bisschen was von unserem Alltag. Und wie ist der? Cool. Der glitschert so durch die Hände. Cool. Also das ist der größte. Oh, und weg ist er. Er ist runtergegangen und hoch. Der kann also schwimmen. Ja. Was passiert? Eine cool. Wow. Wow. Und kann man den auch ganz doll stretchen? Versuch mal. Cool. Wow. Den kann man gar nicht gut festhalten. Ja, also es gibt den. Dann gibt es auch eine Nummer kleiner und ganz klein. Aber ganz klein haben wir nicht gefunden. Boim, boim. Cool. Also ich sag nicht. Und? Was passiert? Er kommt wieder hoch. Watch. Aber jetzt hat sich ihn. Der kann sozusagen also schwimmen. Und? Komm. Darf ich ihn auch mal anfassen? Kommt er wieder hoch? Ich hoffe es. Sonst musst du nach ihm tauchen. Ich will den auch gern mal anfassen. Oh. Ich weiß es. Das fühlt sich ganz seltsam an. Die Linie kommt hoch. Guck. Super. Und dann zeig nochmal. Was ist das da? Was? Ah, da ist irgendwie sowas Festes. Okay, da haben wir das vielleicht eingefüllt. Da hinten sind übrigens die Sachen, die wir für ein Aufblasessen versus Real Food Video genommen haben. Wir schmeißen mal, klar. Wow, ist das schwer. Ja. Gut. Er kommt hoch. Und guck, er geht hoch. Ja, da ist er wieder. Cool. Oh, hört ihr, bei uns fährt in der Gegend ein Zug. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Cool. Und der ist so neon-neongrün. Total krass irgendwie. Da unten schwuppert jetzt der ganze Schleim. Und dann ist da nur noch Plastik. Aber warte mal, den kann man, glaube ich, relativ leicht zerpoken, habe ich im Internet gelesen. Also der geht wohl relativ leicht kaputt, deswegen bin ich schwer gespannt, was passiert, wenn man mit dem Auto drüber fährt. Jetzt ist er fast wieder oben. Und was macht er jetzt? Geht er wieder unter? Ja. Ah, cool. Als nächstes zeigen wir euch dann, wie wir einen von den Wubble Bubble aufschneiden. Wow.
schneiden wir es endlich auf. Und ich habe gemerkt, dass diesen Ball nicht grün ist, eigentlich durchsichtig. Guck. Stimmt, wow. Und der Schleim ist grün, ich bin schon echt aufgeregt. Und wir schneiden den auf und wir haben einen, der gefroren ist. Mama, und hier eine Schüssel. Das sind nicht zwei. Das sind zwei Schüsseln? Nee. Hier ist er nur so eine Rille. Okay, dann mach mal rein. Supi. Genau, okay. Wow. Ich will es mal anpacken. Ja. Mach mal ein größeres Loch. Ah, oh, da kommt es richtig raus. Wie krass. Ist das richtiger Schleim oder ist das eher Goo? Und? Aber das ist nicht so Schleim, mit dem man spielen kann, oder? Der? Nee, der ist okay. Der ist also so flüssig. Cool. Wollen wir mal gucken, wie der sich verhält, wenn er gefroren ist? Gefällt dir nicht? Wir waschen dir jetzt die Hände und gucken mal. Wenn ihr dann diesen Bubble aufgeschnitten habt, das ist kein Spielschleim. Kein Spielschleim. Das ist eher so grün eingefärbtes Wasser. Ja, und das ist ganz eklig. Und dann haben wir hier noch diesen etwas kleineren Big Bubble. Und der ist gefroren. Den habe ich gerade aus dem Gefrierfach geholt. Oh, sogar im Gefrierfach. Knüppel, dass sie so gefroren sind. Vielleicht werde ich das dann. Okay, so. Oh mein Gott. Der ist auf jeden Fall ein ganzes Stück kleiner. Okay. Und schaut mal, hier kann man so richtig die Hülle abziehen. Das ist toll. Und es ist knüppelhart gefroren. Ich weiß gar nicht, ob wir das aufschneiden können. Ich glaube. Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, da kommt kein Messer durch. Oh, guckt mal, da ist dieser große runde Kreis, der ist jetzt hier so reingerutscht. Wollen wir mal versuchen, so ein bisschen was... Ach nee, ja. Da ist der große runde Kreis. Aber ich glaube nicht, dass wir da durchschneiden Doch, können. Wir. Wir können hier oben die Hülle abschneiden. Und dann den Schleim rausnehmen. Genau. Der Schleim ist total hart gefroren. Wow. Guckt mal. Er ist ein Eisblock. Ja. So sieht also die Hülle aus. Und er ist klebrig. Ist er immer noch klebrig? Ja. Und so sieht das aus, wenn es gefroren ist, so sieht es aus, wenn es nicht gefroren ist. Aber hier kam kein Messer durch, das ist einfach nur... Sollen wir mal probieren? Ja, Schatzi, aber deine Hände weg. Okay. Guck, passiert nichts. Oh. Aber das ist echt eklig und klebrig und glibberig. Uah! Ja, und hier seht ihr, wie die Hülle aussieht. Oh, voll cool. Kalt. Und wisst ihr was, ihr Lieben? Als nächstes fahren wir über einen dieser Bubble Bubble. Aber das machen wir nicht mehr im Urlaub, sondern das machen wir dann in Deutschland, wenn wir wieder zu Hause sind. Wir sind wieder in Deutschland und wollen jetzt über diesen schleimbefüllten Bubble Bubble drüber fahren. Ja. Magst du den Bubble Bubble da unten hinlegen? Na klar. Ich bin schon so aufgeregt. Was meinst du, passiert? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Ja, dann hätten wir hier ganz viel Schleim, das wäre ein Ding. Also, der Ball ist bereit und Ian, go! Oh wow! Okay, okay. Seht ihr es? Seht ihr auch, wie da drunter ist? Man sieht, wo der Reifen drüber war. Der sieht jetzt ziemlich mitgenommen aus, was denkst du? Aber er hat's ausgehalten. Ja. So, das hätten wir nicht gedacht, dass der Ball das aushält. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr uns einen Daumen hoch gibt. Und wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat und wir sehen euch dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.